So Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme mit dem Mr. Destroys. Guten Tag. Hallo, 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 guten Tag. Hallo, und wir machen heute ein bisschen Griefer-Ausbildung. Und zwar zeigen wir euch, wie man sich in Minecraft teleportieren kann, ohne dass man irgendwie OP hat oder sonst was anderes. So, jetzt zeigen wir euch gerade mal kurz die Blink-Funktion, also die Funktion, mit der man sich einfach in Minecraft teleportieren kann. Wie ihr seht, hier ist gerade so ein Pfeil auf den Mr. Destroys, der gerade hier so ein Haus hat. Und das wollen wir griefen. Das Blöde ist, der hat ein gutes Diamantschwert. Das heißt, ich kann ihn nicht töten und wenn er mich sieht, dann tötet natürlich der mich. Das heißt, ich muss mich verstecken und schleiche mich gleich an, um das Haus zu bestehlen. So, jetzt müssen wir gleich ein bisschen warten, ob der vielleicht zum Wasser geht und hier irgendwas... Hallo Schwein. Und hier irgendwas sucht und dann mache ich gleich die Teleportationsfunktion an und werde mich einfach ins Haus reintippen. So, der geht jetzt auch hier gerade, wie ich sehe das ja mit Tracers, der geht hier gerade zum Wasser. Sieht mich auch nicht. Ich mache jetzt mal kurz die Funktion an. So, jetzt bin ich quasi hier unsichtbar, kann laufen, bin hinter dem Baum, der sieht mich natürlich nicht. Und lauf einfach, während er hier jetzt gerade was macht. Der kann mich jetzt auch gerade nicht sehen, wenn er sich umdrehen würde. Er kann mich nur am Baum sehen. Lauf ich einfach ins Haus rein. Mach noch schön die Tür zu. Und bin hier. Und ihr seht, da vorne bin ich weg. Ich tauche jetzt hier auf. Für den Spieler bin ich jetzt quasi teleportiert. Und ich konnte jetzt einfach hier, ja, die schönen Diamanten mal abbauen. Und einfach mitnehmen. Also ist auf jeden Fall ziemlich geil. Wenn man vielleicht im Freebuild, ja, ein paar Nutzer verarschen möchte. Und es gibt auch noch ein paar andere Anwendungsfunktionen, die wir euch gleich zeigen auf anderen Servern. Wo es auch funktioniert. Jetzt gerade kommt er übrigens wieder. Geh doch, Mann! Jetzt hat er mich erwischt. Dann gibt es noch eine weitere Funktion, die auch so ein bisschen mit Blink funktioniert. Und zwar heißt sie bei uns Lagging. Die könnt ihr leicht über die Konsole anmachen. Einfach Y drücken und dann Toggle Lagging. Gibt es auch in vielen anderen Clients. Ich habe es jetzt gerade an. Und der gute Deathwish hat es auch an. Der ist jetzt gerade hier. Und jetzt gehen den Kämpfe. Ihr seht schon, der leckt hier total rum. Ich kann den... Der haut mich jetzt gerade auch. Ich kann hier gar nichts machen. Das ist einfach... Ihr könnt ihn nicht treffen, weil wenn er eben laggt, dann kann man den Spieler eben nicht schlagen. Und dann laggt er einfach vor euch weg. Ist auf jeden Fall ziemlich nice, wenn man so blöde PvP-Server hat, wo man immer getötet wird. So, wir zeigen euch jetzt gerade nochmal, dass es auch auf gewissen größeren Servern funktioniert. Und zwar sind wir jetzt gerade hier in so einer kleinen Runde. Machen einfach mal Blink an. Ihr seht, jetzt konnte ich hier auch schon ganz lustig einfach loslaufen. What the fuck, Mann. Ich bin auch schon in der Mitte. Jetzt müssen wir noch kurz 15 Sekunden warten. So. Und welche Truhe gehe ich denn? Die hier, die ist gut. Stell ich mich hier hin. Und vielleicht werde ich dann gleich von hier nach hier tippet und bin einfach früher als alle anderen hier, man wird sehen. 2, 1. Oh. Leute, oh Mann, ich bug rum. Ich bug wieder rum. Ich hab Sachen da, bekommen. Ich bin da. Oh ja. Oh ja. Oh, ich hab ein Dia-Schwert. An den Eisenschwert. Ich hab auch eine Axt. Ja. Guck mal, Hacker schreibt er direkt. Hey, ich bin hinter dir. Oh Mann. Oh, wir bösen Hacker. Ach, guck mal, oh das. Mann, ey. Auf jeden Fall, das beides sind echt Funktionen, die sind krank, OP. Mit denen kann man echt sehr gut Leute verarschen, wenn das natürlich jetzt hier liefen. Und ja, nicht alle oben hacken. Ja, hacken ist allgemein in solchen... Half of Gomme ist es echt, das ja. Muss man... Leute, das lohnt sich echt nicht. Ich finde in so PvP-Servern und so ist Hacken eigentlich nicht so toll, aber so fürs Griefen und alles sind das echt so coole Funktionen. Ja. Gerade zum Verarschen eben, wenn du so einen Typen verarschen möchtest und die ganze Zeit rumteleportierst, so, das ist halt schon echt cool. Oder wenn dich einer die ganze Zeit totballert oder tothauen möchte auf irgendwelchen Servern, kannst du halt echt gut entkommen, so, das ist halt nice. Aber wir wollten jetzt einfach nur zeigen, dass es wirklich auf jedem Server geht, weil was auf solchen Servern geht, geht eigentlich überall fast. Wollten wir einfach damit mal beweisen. Aber Herr Abgegrieft, wo bekommen wir denn diesen kleinen jetzt her? Da ist ja gar kein Download-Link. Oh, da ist da. Ja. Bevor jetzt wieder alle Leute fragen, wo man das gute Ding denn herbekommt. Das Ganze haben wir ja schon vor einiger Zeit mal verkauft für 10 Euro. Und haben wir gesagt, wir geben nur eine begrenzte Zahl raus und haben gesagt, irgendwann kommen nochmal Clients, der Zeitpunkt ist fast soweit, wir haben jetzt das Ganze so erweitert, dass der Client echt gut geworden ist, das heißt, es gibt nochmal eine kleine Anzahl an Clients, es werden nicht so viel sein und dann kann man das Ganze nochmal bekommen, aber die ganzen Funktionen, die wir jetzt gezeigt haben gerade, die gibt es auch in anderen Clients, ihr könnt da mal ein bisschen suchen, ich kenne jetzt gerade keine, aber es gibt noch irgendwo auch diese Funktionen, ihr könnt da mal ein bisschen schauen, vielleicht weiß ihr auch wer in den Kommentaren, aber unseren Client hier mit den ganzen tollen Funktionen, den gibt es natürlich dann nur bald irgendwann für kurze Zeit. Genau. Und da würde ich einfach sagen, Leute, seid gespannt, passt einfach auf, bald gibt es da was wieder. Und dann würde ich sagen, jetzt, oder? Wenn ihr mehr von solchen Funktionen sehen wollt, dann gebt einfach mal einen Daumen nach oben und wir zeigen euch mehr. Das war's, haut rein, tschüss.